Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, Mr. Jumpy, und ich möchte euch jemanden vorstellen. Jemand Neues im Redstone-Team. Und zwar ist das der Victor. Hallo. Und ich habe ja schon in dem Video, das ich heute hochgeladen habe, habe ich ja gesagt, dass wir ein neues Projekt haben, und zwar die ALU. Die ist schon sehr weit. Ich kann euch mal was zeigen. Also das hier ist der Kontrollraum. Ja. Hat Etienne ein bisschen rumgewerkelt, ne? Etienne AK Shin, ja genau. Mit der Jumpy AK Owner. Jetzt witzig. Okay. Also Kontrollraum ist eigentlich ganz normal. Das ist hier der Hebel für Plus und Minus, den hat Victor gemacht. Ja. Die Buttons von 1 bis 15. Und Regen auch exklusiv dabei. Schon weg. Okay. Dann Auswahl zwischen die Zahlen. Also Speicher 1 und Speicher 2. Kommt gleich noch. Da oben Speicher 2 resetten, also löschen. Und Speicher 1 resetten und löschen. Und ist alles ein bisschen komplizierter. Genau, und die Zahlen speichern. Wir wollen das noch, also ich will das noch einfacher machen. Also ich grübel da auch schon. Und jetzt, ist das dunkel? Mach bitte Tag. Ich mach schon weg. Okay. Danke. Wo bist du? Ich bin, auf den Kontrollraum gegangen. Ich zeige gerade hier alles. Okay. Also das sind die RS-Knowledges, weil wir alles mit Buttons ist. Hab ich gemacht. Genau, hat er gemacht. Geh mal bitte rein und drück einen von den oberen Buttons. Yep. Warte. Wo wir das mal zeigen können. Welche Zahl denn? Ah, einfach irgendeine von der oberen Reihe. Ich mach eine 11. Okay, mach. Genau. Seht ihr, wenn wir Button drücken, dann speichert der das Signal. Und wir haben dauerhaften Output. Resettet wird der hier... Über den Reset-Knopf. Genau. Warte, ich resette mal. Mach mal. Welcher Knopf ist das nochmal? Welche war das nochmal? Einfach Speicher. Einfach Speicher resetten. Speicher. Speicher 1 oder 2. Egal. Genau. Seht ihr? Die Fackeln sind angegangen. Dann wurde die Line hier wieder gepowert, die vorher aus war. Und es wurde alles rückgängig gemacht. So, weiter geht's. Das hier unten, hier ist der Binärdecoder. Ist halt alles dezimal. Wir müssen nämlich von dezimal in binär rechnen und dann wieder in dezimal umwandeln. Ja. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Meine Stimme, ich muss gleich was trinken. Dann... Sorry für den Cut, Leute, aber gerade ist meine Mutter reingekommen. Und ja. Okay, weiter. Wir waren bei dem Binärdecoder. Wie gesagt, Dezimal zu Binär, wieder zu Dezimal. Wieso wieder zu Dezimal? Ja, für den Display-Decoder. Das könnte aber ganz hinten. Ja, genau. Okay. Hier wird das alles umgedreht. Hey, komm mal zurück. Ach ja, genau. Ja. Hier wird die 1... zu 4 und die 4 zu 1. Genau, das ist einfach das umgedreht. Das muss ich besser merken. Okay, dann... Das kompliziertere. Das ist ein Teil des RAM-Speichers, den ich auch bei dem programmierenden Display da hinten verwendet habe. Und zwar haben wir ja vier binäre Inputs in den Speicher und dann 4 binäre Outputs. Genau. Und also 2 Speicher und jeder Speicher kann 4 Zahlen speichern. 4, also genau. 4 Zahlen. Naja, 4 binäre Signale. So, sagen wir es einfach mal. Und zwar haben wir 4 Inputs und 8 Outputs. Ja, ist etwas kompliziert, aber das haben wir schon geregelt. Und von diesen Speichern, das ist einfach nur dafür da, um die Speicher auszuwählen. So, Speicher 1, Zahl 1, Zahl 2. Ist auch für den Display wichtig und zum Rechnen. Danach geht's dann hier weiter zu den Zwischenspeichern. RS Knowledges. Zu den RS Knowledges. Denn die müssen wir müssen das Signal immer zwischenspeichern, weil die 8-Bit RAM das Signal nicht halten können, wenn wir die umswitchen. Also die haben das zumindest so gemacht. Mit Timing und so. Kompliziert. Ja, die Lines, die da oben noch nicht mit Redstone belegt sind, mit denen werde ich die Zahlen in Dezimal, die werde ich in Dezimal umwandeln, damit ich die am Display zeigen kann. Der Display ist ja schon richtig.
Und wir haben jetzt die erste Zahl plus die zweite Zahl, jetzt fehlt noch das Gleiche und das Ergebnis. Das Ergebnis können wir halt erst machen, wenn das fertig ist. Ja. Also es fehlt noch ein Display. Genau, es fehlt noch ein Display und das gleiche Zeichen. So, da hinten, diese pinke Pracht, wie ihr da seht, das ist das Herzstück, sag ich mal so. Ja. Vorher noch hier, wow. Hier habe ich die Zahlen nochmal richtig gedreht, weil die wieder... Also die müssen nochmal gedreht werden für die Full Adder. Hier vorne sind die Subtractor. Ja, wir können auch Minus rechnen, genial. Die pinken Haufen hier sind die Full Adder. Also bis dann. Ja, Full, bis hier. Genau. Full Adder kennt ihr ja. Und dann dieses pinke Wirrwarr ist auch das, was ich da hinten bei der meinen Taschenrechner habe. Wir können ja nicht, wenn wir 1 plus 2 rechnen, dann will der, dann leuchten ja zwei Outputs und das will ich, das wollen wir ja nicht. Wenn nämlich zwei Outputs leuchten und wir das so in den Display geben würden, dann wird irgendwas kommen. Genau, irgendein Scheiß wird dann rauskommen. Irgendein Mist wird rauskommen und das wollen wir nicht. Und da sind halt alle Endgates da. Und da wir maximal vierfach Endgate ist Maximum hier. Und ja. Das war es schon fast, ne? Ey, es wird schon bald knapp mit dem Platz dahin. Es wird schon knapp. Ich habe schon wieder so viel hier weggemacht. Genau, das ist auch genial. Danke an Cragger, an Mark, der hat den Decoder hier fertiggestellt. Ich habe, nachdem ich ihm das erklärt habe. Wir mussten die alle neu programmieren, weil. Also es ist sehr wenig Platz hier. Wie ihr seht. Alles ein bisschen gequetscht. Also man kann schon alle Zahlen anzeigen. Ja, alle Zahlen. Ich könnte mal irgendeine Zahl machen und dann könntest du das hinten zeigen. Genau. Also hier rechts ist das nochmal, mach mal den linken hier. Also den ersten. Ja, also ganz. Mach. Also ich mach mal die 1. Ja, ich mach Nacht. So. Ich kann sehen von Kontroll, ich geh mal in den Kontrollraum. Was? Ich geh mal in den Kontrollraum, dann kann man es auch sehen. Genau. Dann sieht ihr ein. Ich mach mal eine 2. 2, genau. 3. Ja, wir wollen es nicht alle zeigen, aber mach mal eine, mach mal eine zweistellige. Irgendeine zweistellige. Lass mal die 3 und mach noch eine andere. Von dem anderen Decoder. Okay. Ich sehe gerade schlecht mit meinem. Setz eine Brille auf. Warte. Warte, ich muss das schnell da hinten. Hier unten. Okay. Ich finde das leider im Moment gerade nicht. Wo? Ich meine, den anderen Display weiß ich schon, wie ich das machen soll. Warte, ich mach's mal beim anderen, okay? Okay, mach beim anderen. Weil bei dem weiß ich nicht, wo das zweite Teil ist. Zahl von 1 bis 15. Okay. Also das sind zwei verschiedene Decoder, müssen wir wissen. Denn das ist wegen dem Platz. Also. Hier hast du eigentlich schon ein bisschen dran gemacht. Ja, ist alles dran. Du musst einfach nur eine Fackel vorsetzen. Oder oben die Fackel drauf wegmachen. Okay. Also. 85. Du musst bei dem anderen auch wieder die Fackel drauf machen. Ja, ich kann den leider nicht bedienen, den hast ja du gebaut. Ja, okay, pass auf, ich erklär's den anderen mal eben. Dieser Decoder für die erste, für die erste Zahl ist, das sind einfach zwei Decoder. Ja. So, kann man mit dem ersten von 1 bis 0 darstellen, von 1 bis 0. Ja, da weiß ich, ja, von 0 bis 9 und von dem anderen auch von 0 bis 9, kann man alle von 1, von 0 bis 99 anzeigen. Aber wo ist der zweite Decoder? Hier. Also bei dem? Hier. Wo muss ich denn eine Fackel hinsetzen, um einen Dings zu machen? Wo muss ich hier eine Fackel hinsetzen? Hier gar nicht. Für den zweiten Decoder. Mach, du musst einfach einen wegmachen. Ah, okay. So, und dieser Decoder hier, der geht, das ist ein kompletter, ein ganzer Decoder. Für beide. Ja, das weiß ich, ja. Ich klär's aber den anderen nicht dir. Okay. Und dieser Decoder kann nur Zahlen von 1 bis 15 da machen. Wenn wir jetzt noch eine Zahl machen müssen, müssen wir doch mal eine ganze Line über das Redstone machen. Und dann die Line komplett neu programmieren. Weil es ist ein riesiger Decoder. Das sind zwei Decoder, das ist ein riesiger Decoder. Dieser ist einfacher zu bedienen mit den Inputs. Dieser ist zwar kleiner, aber hat mehrere Inputs und ist halt schwerer zu machen.
zu handeln, zu bedienen und so. Jo, das Problem, noch ein Problem wäre hier bei dem hier, mit dem Pinken, dass ich bis jetzt nur bis zu 7 gekommen bin und ich muss bis 30 kommen. Ja, 15 bis 15. Mhm. Das ist das Maximum bei uns. Und ja. Das hier ist jetzt für eine Zahl, für eine. Das hier ist jetzt nur für die 7. Das Teil. Das ist das Maximum. Und das müsste ich jetzt zum Beispiel noch ungefähr 20 Mal machen. Also es wird witzig. Und ich bin der einzige im Moment, der es versteht. Also, ich verstehe es, aber ich kann es nicht. Er kann es nicht bauen. Und mag erst recht nicht. Oh, jetzt möchte euch nochmal das Highlight zeigen. Das ist ein Goose. Bei Etienne noch weniger. Das ist jetzt ein Goose nach Etienne. Der ist nämlich... Ui, lecker. Der hat nämlich einen schicken Eingang gebaut. Oh, geht's da lang. So was kann der echt, ne? Das ist ja richtig krass. Total. Ja. Was hat er denn irgendwie... Wie lange hat er gebraucht? Der hat nicht mal eine Stunde. Nee, der hat 30 Minuten daran gearbeitet. Hier. House of Development. Oh, krass. Ey, was für ein Design. Hm. Und die Tür habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist cool. Und hier oben sind unsere Betten, also zum Bett. Ja, das ist jetzt hier. Auch eine gute Idee, diese nebeneinander zu machen. Das ist jetzt meins. Wo ist meins? Warte, ich brauche noch ein Schild. Hier. Ach, hast du eins. Okay. Wir werden. Du schläfst auf der anderen Seite. Okay. Der mag. So, wir werden jetzt die Probleme in die Hand nehmen, den Display weiterbauen und was weiß ich noch alles machen. Ich bin echt fertig. Ich glaube, ich höre für heute auf. Ja, ich kann nicht reden. Blablabla. Ich höre für heute dann, glaube ich, auch auf. Weiß ich noch nicht. Ich guck mal, aber ich denke schon. Okay, und das war's von mir. Das Video ist wieder übelst lang geworden. Das wird jetzt dauern, das hochzuladen. Aber ich werde mal gucken, ob ich es heute noch schaffe. Ist im Moment 19.16 Uhr. Ich denke mal, ich schaffe das noch. Und da ist wieder der Regen. Jetzt im Exklusivpaket für 99 Cent. Danke. Ich bin gar nicht weg. Das war ich. Okay. Wir beide sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.